Kurz vor 6:30 in der Früh. Apollonia Halbritter macht eine Lehre als Maurerin und wartet, dass ihr Capo sie abholt. Sie ist erst 16 und hat noch keinen Führerschein. 6:30, das ist ganz schön früh. Ja, für mich ist das jetzt eigentlich kein Problem, weil ich stehe gern auf. Und vor allem, wenn du weißt, du siehst deine Leute wieder von der Arbeit. Also es macht halt dann auch mehr Spaß, aufzustehen. Ihre älteren Kollegen sind für die angehende Maurerin im zweiten Lehrjahr wie gute Freunde. Die aktuelle Baustelle ist nur 5 Kilometer entfernt. Apollonias Firma baut ein Doppelhaus aus weißen Ytongsteinen. Loni, wie alle Kollegen sie nennen, arbeitet seit gut 4 Wochen immer wieder mal hier mit. Sie war beim Betonieren der Bodenplatte dabei, hat beim Mauern mitgeholfen. Als erstes in der Früh rührt sie Dünnbettmörtel an. Er wird für den Giebel gebraucht. Den dürfen Loni und Said auch im zweiten Lehrjahr heute selbstständig mauern. Ganz kurz hat Loni Zeit für die Aussicht. Es ist schon brutal schön, wenn du ziehst, damit der Sonne oder alles. Es schaut halt einfach schon schön aus. Dennis Rodzinski mit dem roten Helm ist der Vorarbeiter, im Baustellenjargon der Capo. Er erklärt, worauf es ankommt. Dass die mit den Steinen an der Schnur bleiben, also dass die Schrägen passt. Das ist jetzt das Genaueste, was es gibt. Ja, eigentlich denken wir jetzt nichts, weil wenn irgendwas war, dann ist ja Dennis da. Und Said kennen sie auch aus, also schaffen wir schon. Gemeinsam spannen sie eine Schnur als Orientierungshilfe. Bis hier dürfen sie mauern. Die ersten Reihen sind Routine. Kleber aufbringen, Stein drauf, überprüfen. Worauf muss sie achten? Erstens, dass der Stuhl gerade ist, weil sonst wird die ganze Wand schief. Und ja, heute halt einfach, dass du keine Funge hast, dass der Kleber dick, also dünn aufgezogen ist. Und ja. Stein auf Stein. Wirkt ein bisschen wie Lego bauen. Eigentlich schon, ja. Du hast das Lego so ein bisschen leichter sein. Immerhin wiegt so ein Stein knapp 20 Kilo. Ein Knochenjob. Solche Steine schafft sie gut. Und im Notfall sind die Kollegen auch noch da. Wenn es dann um schwerere Heben geht, dann fragst du dich schon erst davor, schaffst du das. Aber wenn du sagst, ja, dann packen sie halt einfach nur mit an. Also es haut hin. Und umgekehrt packt Apollonia mit an, wenn die Kollegen sie brauchen. Wir kennen Lehrlinge, die wissen sich nicht zu helfen. Oder die sehen die Arbeit nicht. Aber kleine. Am ersten Tag hat es gleich geholfen, wenn irgendwo Arbeit gab. Oder wenn jemand Hilfe braucht zum Kleber für Wuchten oder so, ist die gleich da. So ein ausgesprochenes Lob gibt es auf der Baustelle selten. Da geht es meistens ohne Worte. Um 9 haben sie eine Viertelstunde Pause. Brotzeit. Gelegenheit, die Kollegen zu fragen, wie es ihnen mit einer Frau auf der Baustelle geht. Früher hat es keine Dirndl gegeben auf der Baustelle. Und jetzt kommen uns auch schon in so ein bisschen Ruf ein. Die wird genauso wirken wie wir Burschen. Gut ist schon. Die Mauer zusammen und alles, das passt. Die räumt zusammen. Die tut das, was du sagst. Das passt alles. Man versucht schon ein bisschen netter zu sein. Oder es ist ein wenig anders wie ein Mann untereinander. Ne? Das bringt schon vielleicht. Ich glaube schon ein bisschen los im Ton, dass vielleicht ein bisschen anders ist. Ich komme aus Afghanistan. Es ist undenkbar, dass eine Frau oder Mädels auf Baustelle arbeitet. Aber hier finde ich es gut, weil Frauen und Männer sind beim Arbeit gleich. In der Schule ist auch gut, weil sie hilft mir auch. Und wir sind in der Schule ungefähr 10 Leute. 12. Und sie ist auch gut. Bessere Noten, bessere. Schauen Sie, Gilly. Gut, nett. Apollonia wohnt noch bei ihren Eltern. Interessanterweise in einem Holzhaus, weil der Vater gelernter Schreiner ist. Sie wollte immer Handwerkerin werden. Hat schon als Mädchen mit dem Papa in der Werkstatt gearbeitet. Ihrer Mutter Claudia war zwar klar, dass ihre Tochter kein Bürotyp ist, aber Maurerin? Meine größte Angst ist eigentlich immer gewesen,
ein Mädel. Lauter Männer. Kann sie sich behaupten? Kann sie sich durchsetzen? Wie wird das? Aber die Angst, muss ich ehrlich sagen, die hat sich relativ schnell verflüchtet. Also ich habe schon festgestellt, sie ist ein kleines selbstbewusstes Mädel, die war schon immer selbstbewusst und da steht es wirklich ihrem. Ja, da steht schon ihr Mann. Man merkt ja, dass es mit Leib und Seele macht. Also wirklich mit Herzblut und. Nein. Der Opa mütterlicherseits war Maurer. Durch ihn ist sie auf ihren Traumberuf gekommen. Er ist vor 2 Jahren gestorben, hat aber noch erlebt, wie Loni die ersten Praktika gemacht hat. Wo wir es ihm gesagt haben, hat er das erste Mal gesagt, du spinnst. Was tust du da auch? Und dann hat man schon gemerkt, er freut sich eigentlich schon. Also hat man dann schon gekannt. Irgendwie macht es schon Freude, weil es halt auch der Opa gemacht hat. Irgendwie mache ich es auch für mich selber, weil mir einfach der Beruf höllisch Spaß macht. Und ja. Zurück auf der Baustelle. Jetzt wird's knifflig. Ja, jetzt wird's ein bisschen komplizierter, weil jetzt musst du halt nach der Schnur schauen, dass das dann auch passt von der Schrägen her. Die angehende Maurerin muss den Stein für die Giebelneigung zurechtschneiden. Capo Dennis hat ja vorhin erklärt, dass es jetzt um Genauigkeit geht. Das sieht eher ungenau aus. Ein paar Millimeter neben dem Strich. Ja, mit Absicht, weil die Ütungssteine kannst du hochgehen. Das heißt, wir gehen lieber ein bisschen mehr drüber, dass du es halt dann danach gerade hast. Und mit dem Hobeln wird's perfekt. Aufgabe erfüllt. Ausnahmsweise schaut heute mal der Seniorchef vorbei. Der 70-jährige Ludwig Hilmer ist schon sein ganzes Leben lang in der Branche, war Innungsobermeister und hat schon viele Lehrlinge ausgebildet. Sogar einen Integrationspreis hat er bekommen, weil er auch ehemalige Förderschüler durch die Gesellenprüfung gebracht hat. Apollonia Halbritter ist die erste Frau, die bei ihm das Maurerhandwerk lernt. Er hat sie Kollegen sogar abgeworben. Wenn man schon ein Mädel kriegt auf der Baustelle, dann ist es bei uns. Und das ist auch so. Sie ist auch ein Antrieb in die Berufsschule, weil das ist auch sehr gut. Und dann werden die anderen natürlich, sie gibt ein bisschen mehr Gas und die Buben haben alle ein bisschen lätschert. Ja, und die geben dann auch ein bisschen mehr Gas und bemühen sich dann. Es ist schwer, Nachwuchs für den Bau zu finden. Viele Jugendliche schrecken die widrigen Umstände ab. Dreck, Regen, Kälte, Hitze. Das alles macht Apollonia nichts aus. Es ist halt einfach schön. Du siehst halt einfach zum Schluss, wo du es gemacht hast und es ja, freust dich dann schon drüber. Also wenn du das so anschaust, ich bin glücklich. Heute hat sie die Hälfte von diesem Giebel gemauert. Ein Tagwerk, auf das sie stolz sein kann.